Junkfoodtaster.com, Folge 1989. Und das ist der feine Pellkartoffelsalat von Hohmann, ja, aus dem Salatbuffet. Genau, das ist so lecker wie selbst gemacht. Und ja, ich habe vorher gecheckt, ob ich den schon verkostet habe. Habe einfach mal, ja, Pellkartoffeln ins Suchfeld auf meiner Homepage eingegeben. Und ja, sowas Ähnliches gibt schon. Es gibt vom Lidl den Vitakrone Pellkartoffelsalat, auch mit Ei und Gurke. Und bei Vitakrone steht, glaube ich, oftmals Hohmann dahinter. Das habe ich noch nicht probiert. Schlemmerfisch. Das müsste ich mal auschecken. Ja, kann sein, dass das jetzt eine 1:1 vom Vitakrone-Teil ist. Wobei die Kartoffelstückchen sehen etwas praller aus hier. Genau. Wer in der Hohmann, wenn ich hier Zuschauer habe, die in der Hohmann-Fabrik arbeiten, sagt mal, ob der Vitakrone und der das, was unter dem Vitakrone verkauft wird und das, was unter Hohmann verkauft wird, dasselbe ist. Wobei ich dumm bin, ich könnte es einfach selber nachgucken anhand der Nährwerte. Das mache ich jetzt einfach mal. Ja, also das ist jetzt die Rückseite vom besagten Kartoffelsalat. Das Bild von meiner Homepage, genau dasselbe Pellkartoffelsalat mit Eiergurke. So, und unten steht, wie ich das richtig in Erinnerung hatte, Hohmann Feinkost. Genau, also sozusagen als Fingerabdruck vergleiche ich jetzt die beiden Nährwerttabellen. Okay, kann man gleich sagen, die sind nicht gleich. Also der hier hat, das kann ich jetzt nicht mehr lesen, das wird die Kamera nicht schaffen. Also der hat Eiweiß 1,6, den ich jetzt hier habe, hat 1,2. Zucker 6,5. Der Lidl, das Lidl-Teil hat weniger Zucker. Der hier ist viel ungesünder als der Lidl-Teil. Fett 7,3, 7,5. Okay. Ja, und das andere Bild, Moment mal. Ja, meine Homepage. Genau. Ist doch anders. Obwohl es gleich heiß und aus der gleichen Fabrik kommt. Ja, wie komme ich denn hier zu dem anderen Bild? Ich kann jetzt zum nächsten Bild springen. Ja, genau, und so sah das dann aus hier. Ja, sieht ja auch relativ ähnlich aus, oder? Ja, ich benutze meine eigene Homepage auch selbst, um nachzugucken. Ja, mit Geschmacksvergleich fragt mich nicht. Das war genau 1000 Folgen her. Ich finde die Kartoffeln, das sind so große Kartoffeln, ich finde das irgendwie lapprig. Wann kommt mir mal Ei und Gurke eigentlich? Die echt Spuren. Dann suche ich mir so ich mir auf dem Teller so ein kleines Teil raus, was ein Ei sein könnte. Weiß ich drauf, ist es eine Zwiebel? Das kann ja auch nur mir hier zum Beispiel, das würde wieder eine Zwiebel sein. Aber ich finde das eine Katastrophe irgendwie. Eine Katastrophe im Sinn, dass ich jetzt eigentlich einen Wind geben wollte. Das ist ja eigentlich nur Mittelmaß. Jetzt mache ich mir echt den Spaß. Jetzt gucke ich mir die alte Folge an und gucke, was das damals bekommen hat. So, jetzt gucken wir zusammen ein altes Video hier. Was geht's? Jetzt gibt es wieder Krone, Bell, Kartoffel. Ja. Ich weiß nicht, wie Falco oder so, ja. Okay, hier, Spulen, hier, wie mich ankotzt hier. Irgendwie hat YouTube manchmal keinen Bock, wa? Komm her, das ist euer Lieblingskartoffelsalat. Ich hab gar nicht geguckt, ob hier Kontrollierungsstoffe drin sind. Genau. Das ist ja nur so eine Frage. Wie gebe ich denn hier? Das Win gebe ich, das habe ich schon gesehen, hier rüber. Ja, könnte euch YouTube auch schneller sein, manchmal. Okay, also die Ironie des Jahrhunderts.
die Ironie des Jahrhunderts, der Billigableger Vita-Krone fürs Lidl hat Win bekommen und was sie dann unter ihrem Markennamen verkauft haben, das Draw bekommen. Naja, so ist es nun mal. Genau, da sieht man mal wieder, wie gut die Eigenmarken von Lidl eigentlich sind. Etwas auf Englisch. So, this was a potato salad again. Potato is a very big industry in Germany. Potato is like vegetable number one in Germany. Okay. And basically this is now the Hohmann. And Hohmann is like a premium brand somehow. And it's egg and gherkins. I have several problems. The egg, I haven't found the egg in here. These are just trace elements, eggs and gherkins. Yeah. The next thing is a funny side story. In exactly 1,000 episodes ago, I reviewed the Vita Krone, also eggs and gherkins. And Vita Krone, I showed this and I showed like the images on my homepage and stuff. And Vita Krone is a Hohmann brand. Vita Krone is a Lidl brand, which is in for this salad delivered by Hohmann. Alright, and the funny story is this value for money product got win, and this official product gets just a draw. I could make a battle, let them battling against each other, but I think I trust my own ratings. Yeah, this is not so good like the other one. Okay, you know, this is high in fats. This is really junk food, really unhealthy. Look at this, you got just 1.2% protein, at least 2.2 fiber, but you get 7.3% fat and 6.5 sugar. So it's a lot of fat and sugar, and the rest is water. Okay. So that's it, and thanks for watching.